Einen wunderschönen Hallo, einen wunderschönen was auch immer. Herzlich willkommen hier auf YouTube. Mein Name ist Marco Lorenz. Heute Abend ist es soweit. Ab heute Abend starten wir mit einer neuen Premiere bei uns auf dem Kanal. Eine neue Playlist. Ja? Nämlich, wir haben Amazon. Hier mal kurz wie die Zahnpasta. Ne? Hi Smile. Seht ihr? Es ist nicht. Es sieht auf meinen Fotos aus wie weiß, aber es ist immer mal ein leichtes Gelb. Wir kriegen demnächst noch andere. Aber ist egal. Wir testen noch weiter. Heute Abend, 20:15 Uhr, Premiere. Primetime-Liste. Wir haben eine neue Primetime-Liste, nämlich Amazon Review. Oder Reviews. Also wir packen Pakete aus von Artikeln, die wir kostenlos erhalten haben. Beziehungsweise wir mussten uns sie vorher kaufen, schreiben. Ich erwähne sie mir wieder gerne. Wir mussten sie vorher selber kaufen, schreiben Bewertungen drauf und erhalten daraufhin unser Geld zurück, weil uns die Händler davor selber angeschrieben haben, sag mal, kannst du nicht unser Produkt bewerten? Ja? Und ihr kennt ja Marco Lorenz, wir bewerten immer wieder gern. Ich habe wieder auf der Pferd alt, glaube ich, hier. Wir bewerten immer wieder gern Artikel. Wir testen wieder gern Artikel für euch und das Ganze machen wir mit Amazon. Das ist genauso. Amazon Reviews, Neubons mit der Primetime-Liste. Ab heute 2015 fangen wir mit an. Heute stellen wir nochmal das Prinzip nochmal vor. Was ist der Unterschied zwischen drei Arten der Bewertungen auf Amazon? Beziehungsweise drei Arten der Bewertungen allgemein. Ihr kennt auch Google-Bewertungen und so weiter. Die kann man ja alle natürlich bearbeiten und ein bisschen so, ich nenne es mal so, wenn es so ist, illegal gestalten. Ja? Da, was wir machen, ist von einer Art so ein Mittelgrauweg, wir kaufen ja die Artikel schon offiziell. Ja? Wir bewerten sie auch schon offiziell. Aber wie wir an den Artikel rankommen, mehr oder weniger, das klingt jetzt ein bisschen so geheim, aber ist nicht geheim. Wie wir an den Artikel rankommen, mehr oder weniger, ist, man kann sagen, euch spricht jemand draußen an, auf der öffentlichen Straße. Hier, ich habe ein neues Smartphone gebaut. Magst du mal testen? Und dann schreibst du eine Bewertung. Kannst du für auch behalten. Ungefähr so mal verstehen. Quasi, das ist ein Hand-to-Hand-Geschäft. Also, überlegt, ob ihr es genau nennen wollt. Auf jeden Fall gibt es davon demnächst viele Folgen. Wie gesagt, heute erstmal nur beschreiben wir, wie das ganze System funktioniert. Also nicht, wie wir rangekommen sind, wissen wir selber nicht, aber wie das Ganze, wie die Folgen und was der Unterschied bei den Bewertungen ist, erzählen wir heute. Und spätestens ab nächste Woche fangen wir an, Pakete auszupacken. Wir erwarten immer noch Pakete, weil wir konnten noch mehr mittlerweile schon bestellen. Also es gibt jetzt mindestens, glaube ich, schon drei Folgen, wo wir nur Pakete auspacken. Und aus diesen drei Folgen Pakete auspacken, entstehen nochmal separate Folgen, wo wir einzelne Artikel auch testen. Oder euch vorführen, um euch vielleicht die Vor- oder Nachteile nochmal direkt zu zeigen. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend, aus meiner Sicht her. Ich freue mich schon selber drauf, auch diese Produkte etwas zu testen. Wir werden heute auch schon wieder eine neue Folge drin, wo wir so Pakete auspacken von Amazon. Ich weiß auch teilweise gar nicht mehr, was da alles drin ist, aber ist auch egal. Heute packen wir Pakete wieder aus. Und die Testfolgen von den Produkten, die werden wir, wenn's Wetter gut ist und alles gut klappt, nächste Woche drehen. Das heißt, wir haben dann eine Menge Arbeit vor uns, also jetzt in den letzten Tagen allgemein, weil auch die Sachen, die im Hintergrund laufen. Ich mir sage, YouTube ist Fanatiker, nicht nur hinsetzen, Kamera aufstellen, Video drehen, nein, ihr habt ja noch viel mehr Aufgaben nebenbei. Und diese viel mehr Aufgaben waren diese Woche die Aufgabe und dann natürlich die Kurzfolgen, wie wir auspacken die Artikel. Das war leicht zu drehen, da war so hindessen auspacken und ja, das sind die Artikel. Ja. Aber die Arbeiten, die jetzt davor und dahinter und nachher stecken, die sind enorm. Am meisten Zeit hat mich gekostet für die Videos jetzt aktuell die Vorbereitungen, bevor wir diese Pakete erhalten haben. Ja, also wie das Amazon drehen ist nicht Kamera aufstellen und fertig. Nein, ihr müsst da wirklich schon für arbeiten, um damit auch im Nachhinein Geld zu verdienen oder die Leute anständig zu informieren. Also, heute Abend 20:15 Uhr, Primetime auf YouTube. Ich bin mal kurz hier bei meiner noch jetzigen Arbeit, bevor ich dann gleich wieder nach Hause düse und dann schon wieder ein neues Video drehe. Ha, ist das zu glauben? Wir werden dann mal kurz mal darüber berichten, die nächsten Tage, weil wir haben noch zwei Gewinnspiele offen, die wir gerne auch natürlich auch beenden wollen, bevor wir neue Gewinnspiele starten. Und warum wir auf dieses Video, warum wir Like- und Kommentar geil sind. Also, liked und kommentiert das Video
Und warum das für uns als YouTuber, allgemein als YouTuber, nenne ich ihn für mich, sondern quasi allgemein für die ganzen YouTuber gesprochen, wichtig ist, Likes und Kommentare. Das erzähle ich euch in einem separaten Video, demnächst auf YouTube. Also, seid gespannt. Bis demnächst. Bis heute Abend 20:15 auf YouTube. Euer Marco Lorenz. Tschüss und bis bald. Folgt mir gerne Instagram, TikTok, Marco Lorenz _YouTube.